fahren wir ans Ende der Welt, World's End. Das ist nämlich eine Busstation, die am Ende der Kings Road in Chelsea liegt. Der Name World's End kann ja wohl auch kein Zufall sein. Die Kings Road ist nämlich eine ganz eigene Welt für sich. Erstens wird hier die Mode der Engländer verkauft. Und zweitens gibt's dort herrliche Cafés und Pubs. Das Beste sind allerdings die Typen, die hier rumlaufen. So, und jetzt holt am besten mal eure Eltern vom Fernseher, damit die mal sehen, dass ihr im Vergleich zu denen total harmlos seid. Für Szene-People steht besonders am Samstag die Kings Road auf dem Programm. Für alle, die die Innen sind oder Innen sein wollen, ist es geradezu ein Muss, hier aufzutreten. Sich selbst zur Schau zu stellen gilt als Lebensstil und nicht als Persönlichkeitsdefekt. Hier darf man sich ungeniert in Szene setzen. Die Shoppingstraße, Laufsteg und Treffpunkt für Punkfans, Rocker, Mods und Rockabillys, all jene unterschiedlich gekleideten Teenagergruppen, an denen keine Stadt so reich ist wie London. Im Craig Gear Market sind mindestens 30 Läden unter einem Dach. Hier finden Individualisten die verrücktesten Schockklamotten für ihr Outfit. Meeting Point und Einkaufsparadies für Modepunks oder für die, die es nochmal werden wollen. Bei dem Wahnsinnsangebot an Accessoires kann einem regelrecht schwindelig werden. Wer auf punkige Haartürme, Irokesenkämme und ausgeflippte Haarmode steht, kann sich natürlich vom hauseigenen Friseur zurecht stylen lassen. Aber um es nur mal auszuprobieren, tun es auch stilechte Perücken und Haarteile. Entscheidungsprobleme treten spätestens dann auf, wenn Farbe ins Haar soll. Bei der Auswahl könnte man jedes einzelne Haar andersfarbig kreieren. Und das hält immerhin 4 Wochen. Die aktuelle Mode in London verfolgt keine klare Linie. Es wird abgekupfert und geklaut. Aus ganz verschiedenen, manchmal widersprüchigen Stilelementen werden die verrücktesten Kombinationen zusammengestellt. Es fehlt auch nicht an traditionell nietenbeschlagenen Lederklamotten und dem passenden Make-up für alle, die eine schwarze, gelbe oder blaue Lippe riskieren wollen. Wer sich dazu noch das passende Bild auf die Haut tätowieren lassen will, der Great Gear Market macht's möglich. My father will go mad if he ever seen these. London Fashion, I think London Fashion's rubbish. Blödsinn ist die Londoner Mode ganz bestimmt nicht. Stephen King zum Beispiel entwirft selbst für diese Saison hauptsächlich Anzüge in überdimensionalen Größen für beiderlei Geschlechter. Klassische Muster aus den 50er Jahren werden verfremdet und neu aufpoliert. Scheinbar unordentliches Heraushängen diverser Hemdenhälften gehört genauso zum Styling wie der nackte Bauchnabel, die Mafia-Brille oder der Hut. Was bei Stephen King nicht groß genug ausfallen kann, das ist bei Boy nie zu eng. Wo vor einem Jahr noch schwarz und grau die einzig möglichen Farben überhaupt waren, ist jetzt bunt angesagt. Enge Bodystockings hochgeschlossen, aber dafür umso größere Schulterausschnitte. Hemden, die einen tieferen Durchblick gewähren, oder aufwendige Stoffe wie Brokat und Satin haben bei Boy inzwischen die kunstvoll zerrissenen T-Shirts und Röcke oder das Reißverschlussdesign abgelöst. Es macht so richtig Spaß, sich da umzusehen und drauf loszukombinieren, gerade wie es einem passt. Es ist einfach alles erlaubt. Was für Jungs ist für Mädchen, was für Mädchen ist für Jungs. Wer sich für Leder- und Pelzimitationen begeistert, liegt bei Quasimodo genau richtig. Auch hier sind knallige Farben und viel Haut angesagt. Auch im Accessoire-Bereich kommt hier niemand zu kurz. Corsagen sind wieder groß im Kommen, ausgefallen wie alles in London. Stephen King, Boy und Quasimodo sind zwar zurzeit die führenden Top-Shops, aber es sind trotzdem nur 3 von 40 Superläden in der Kings Road. Give me a quid. Yeah. Come on, I've got to feed the rat. I live in a squat, poor. Everybody in England's poor. She's got no joke. Children.
and 20. Yeah, I know, it's got three kids. It's really hard. It's got three kids. And 120 rats. And the rats exactly. Really eat and two dogs. Two dogs. No joke. And five cats. Yeah, all in this squad, oh, which we all live in. And please don't nick me policeman. Oh. Yeah? I can always. Go squeak, squeak, we don't like Americans.